Vorsicht, wenn ihr euer Handy unterwegs ladet. Ihr findet immer häufiger solche USB-Ladestationen in Bussen oder Bahnen. Das ist praktisch, birgt aber Risiken. Fachleute warnen, dass euch beim Laden Malware aufs Handy übertragen werden kann. Damit könnten HackerInnen persönliche Daten und Passwörter abgreifen. Das nennt man Juice-Jacking. So könnt ihr euch schützen. Wenn ihr beim Laden gefragt werdet, ob ihr Daten teilen oder nur laden wollt, wählt die zweite Option. Nur laden. Steckt einen USB-Datenblocker auf euer USB-Kabel und erst dann in die Ladestation. Der Blocker kann verhindern, dass Daten weitergegeben werden. Wenn vorhanden, nutzt lieber eine richtige Steckdose zum Laden oder ihr habt eine eigene Powerbank dabei. Speichert euch dieses Video ab und teilt es mit euren Freunden.